Hallo Freunde des gepflegten Spielzeugsammelns, ich bin der Sebastian von PlanetEternia.de und heute packen wir aus die Diabolical Snake Invasion. Ja, ein Vierer-Set an Schlangenmenschen. Oder, naja, drei Schlangenmenschen und eine He-Man-Figur sind in diesem Set enthalten. Ist nicht im stationären Einzelhandel von den üblichen Ketten erschienen, sondern ein, ja, Specialty Store Icon, wie man es heutzutage nennt. In Toy Shops gibt es das. Ich habe es von unserem Webstore-Partner Mighty Underground bekommen, dieses Set hier, da habe ich es bestellt. Und ja, ihr seht es schon, es ist eine verschlossene, relativ flache, aber dafür breite Box, also nicht irgendein komisches Kastenformat, sondern das passt auch in mein Regal hinein. Das macht mich immer irgendwie ganz glücklich, wenn ich die Schachtel irgendwo noch gut reinkriege. Ja, und es ist verschlossen, aber ihr, wir haben da eine Klappe, dazu komme ich gleich. Aber erst einmal, ja, das Artwork ist wieder absolute Sahne von Axel Jimenez gemacht. Wir sehen hier den Viper-Tor im Hintergrund, aber im Vordergrund Snake Armor. Jimenez kämpft gegen die Schlangenmenschen und ein paar von den in Set enthaltenen Schlangenmenschen sind noch dabei. Fangor, den haben wir separat gekriegt, aber die anderen sind da, werden auch hier schon in bester Army-Bilder-Manier auch teilweise mehrfach dargestellt. Ich finde das auf jeden Fall ein super geiles Artwork. Und hier auf der Rückseite sehen wir eine weitere Version des Kampfes. Auch hier teilweise mehr Schlangenmenschen. Also wer da die Kohle hat, der kann sich da auch schon mehr von dem Set holen. Aber ich finde es auch super geil, wie hier Snake Mountain auch im Hintergrund zu sehen ist. Das ist nämlich das Snake Mountain. Das haben wir schon bei ihm hier gesehen, bei Camo Can. Dort war es auf seiner Verpackung abgebildet, wie Snake Mountain in grauer Vorzeit in der Preternianischen Zeit ausgesehen hat. Gefällt mir richtig gut, diese Version davon. Ja, und Camo Can ist natürlich auch der Ursprung dafür, warum das Diabolical Snake Invasion heißt. Denn Camo Can war ja ursprünglich eine Figur, das war Cobra Khan in Camouflage, den hat Top Toys in Argentinien in den 80er Jahren rausgebracht. Wir haben hier bei den Origins die Adaption bekommen und der hatte eine kleine Beschreibung dabei, da ging es nicht um die Snakemen, sondern dort hießen sie die diabolischen Schlangen. Darauf basiert das eben und das wurde ja bei den Origins mehr oder minder zu, ja, Cobra Khans, Camo Khans eigener Schlangenmenschen Unterfraktion, Splittergruppe, wie auch immer man es nennen möchte, gemacht. Deswegen könnte man sagen, das hier sind seine Kämpfer vielleicht, wie man es auch nehmen möchte. Wobei, ja, wir kommen gleich zu den Titeln. Nämlich, wenn ich hier aufklappe, ihr seht, das Artwork von außen ist hier auch nochmal da. Ich mache die Klappe nicht ganz so, finde ich nicht so ideal. Ich möchte die gerne verschlossen weiterhin haben. Aber wir sehen hier schon die einzelnen Schlangenmenschen. Eine Variante von Snake Armor He-Man. Dann haben wir hier einen neuen Schlangenmenschen namens Rattlehood. Dann haben wir hier Gorgon, einen grünen Schlangenmenschen und als letztes Naga, einen, ja, weinroten Schlangenmenschen. Naga ist, was war der nochmal? Ein Giftmeister steht dabei. Ja, Forward It's Worth. Dann der Gorgon, der soll irgendwie ein Spion für King Hiss sein. Also da sieht man auch, im Dienste von King Hiss sind die letzten Endes dann doch. Ja, ob der als Spion was taugt, keine Ahnung. Und Rattlehood, das steht hier, das ist ein Snakeman. Wie nennt sich das? Squad Leader, genau, Squad Leader, also der befehligt die Kampfschwadron, ist also ein eigenständiger Charakter. Eigentlich sind alles eigenständige Charaktere, aber grundlegend könnte man Army bilden, wie gesagt, wenn man das Geld hat. Dieses Set hat mich so um die, ja, sagen wir mal, 100 Euro gekostet. In den USA können die Amis das beim Shop für 65 Dollar bestellen. Klingt jetzt erstmal alles nicht ganz so super günstig, aber natürlich, es sind vier verschiedene Figuren drin. Und wenn man für eine Figur hierzulande schon über 20 Euro zahlt, dann kommt man bei über 80 Euro schon für normale Basisfiguren im Einzelhandel raus. Dagegen ist der Preis hier gar nicht mal so viel höher letzten Endes. Es ist halt die Frage, wie man den Inhalt dabei bewertet. Und dazu kommen wir jetzt. Ah, die Verpackung, die sieht so geil aus. Der helle Wahnsinn. Einfach großartig. Aber jetzt geht es um die Figuren. Packe ich schnell aus. Ihr habt es vielleicht schon vorhin gesehen. Die Zangenwaffe von Snake Armor He-Man, die ist schon ein bisschen gekippt. Es gibt ein paar Haltebänder hier, die habe ich schon vorher losgelöst, damit ich jetzt hier schnell die Sachen rauskriege. Ja, schnell, verhältnismäßig schnell. Ein bisschen Mühe muss man doch machen. Denn die sind, ja, ich würde schon sagen, die Teile sind so gut wie alle wirklich bombenfest hier im Blister-Tray drin. Also da verrutscht so schnell nichts, mit Ausnahme der Zangenwaffe. So, da haben wir schon mal den ersten. Und Nummer zwei kommt zugleich.
Also man braucht schon ein bisschen Mühe dabei. Aber das finde ich ja gut. Ich mag es, wenn sie am Ende nicht alles irgendwo mit Bändern fixieren und trotzdem sitzt das bombenfest. Also es geht ja doch, Mattel. So, kommen wir jetzt zu Rattle Hood. Kann ich schon mal spoilern, mein persönlicher Liebling bei diesem Set. So, bleib mal stehen. Sein Zubehör noch. Rattle Hood hat einiges an Zubehör, bei den anderen reden wir noch drüber. Und jetzt kommt hier unser Snake Armor He-Man. So. Hoppla. Da seht ihr also. Ich wende sanfte Gewalt an. Das dauert halt einfach eine gewisse Zeit lang dabei. Normalerweise schneide ich das ja weg, aber ich wollte euch einfach das jetzt auch mal demonstrieren, wie fest die Sachen hier zum Großteil einfach drin sind. Wie gesagt, mir gefällt das schon durchaus gut. So, stellen wir die doch mal ein bisschen hierher. Zu Snake Armor He-Man kommen wir gleich. Erstmal die Schlangenmenschen. Und ihr habt es natürlich schon spitz gekriegt. Das sind doch alles Teile, die wir kennen. Ja, tatsächlich gibt es hier bei diesem Set weder bei He-Man noch bei den Schlangenmenschen irgendwelche Teile, die ganz neu wären. Letzten Endes ist es deutliches Recycling. Snake Armor He-Man ist kompletter Repaint der normalen Figur auf Einzelkarte, die wir bisher gekriegt hatten. Dann haben wir hier den Rattle Hood. Der hat natürlich den Redlock-Körper komplett von ja, Hals bis Schwanz bis Fuß und hat dafür aber den Camel Can Head mit der ja, offenen Kappe, der Cobra-Kappe drauf bekommen. Also Camel Can Kopf mit Redlaw Körper. Dafür haben wir hier Redlaws Kopf auf dem Cobra Can Körper. Mit normalen Händen soweit, normale Stiefel und alles. Also soweit finde ich tatsächlich gar nicht mal dumm vom Recycling-Faktor her gemacht, wie sie das angestellt haben. Ich muss tatsächlich sagen, Redlaws Kopf ist ja in der Regel derjenige, der sehr, sehr, sehr stark nach Schlange aussieht. Und deswegen finde ich, passt es auch durchaus, dass der mal recycelt wird. Aber trotzdem, ja, komme ich gleich dazu. Erstmal eins nach dem anderen, wie gesagt. Also hier diese beiden Schlangenmenschen sind absolut identisch, nur jeweils anders bemalt. Wir haben hier tatsächlich diverse Grüntöne bei ihm. Man sieht es hier, die Oberschenkel und die Oberarme, die haben einen dunkleren Grünton bekommen. Torso, Kopf, Unterschenkel, Unterarme, Hände haben einen helleren Grünton bekommen. Und dann hat der Gürtel und die Stiefel nochmal einen, ja, sagen wir mal, satteren Grünton. Ist eine etwas eigenartige Kombo. Ich muss auch sagen, dass ich das am Anfang ein bisschen eigenartig fand, dass sie es hier so gemacht haben, dass die Ober- und Unterarme und die Ober- und Unterbeine irgendwie unterschiedliche Farben haben, aber irgendwie, es funktioniert für mich komischerweise erstaunlich gut dabei. Ich störe mich gar nicht so sehr daran. Ich finde es auch gut, dass sie hier den Mund innen drin schön bemalt haben, dass die Zunge auch separat bemalt ist, auch voll bemalt ist. Das ist schon eine Sache, die habe ich beim zum Beispiel Snake Trooper eher vermisst. Und natürlich hier Schlangenwappen ist drauf bemalt. Bei ihm ist es eigentlich genau das Gleiche, nur eben in Rot bzw. in Rosa. Und hier finde ich, geht der Übergang nicht ganz so ideal mit den Oberarmen. Man sieht es hier. Wir haben hier die Ober- und Unterschenkel in der gleichen Farbe, aber hier sind die Oberarme in einem ziemlich blassen Rosa gemacht worden, Pastellrosa. Finde ich nicht ganz so gut irgendwo. Und ja, die Zunge sieht für mich schon, ja, die ist ein bisschen separat bemalt, hebt sich aber nicht so stark von der Haut ab. Und tatsächlich, beim ersten Blick könnte man meinen, dass die Farbgebung hier vom Kopf exakt die vom Redlaw ist. Wenn man das direkt miteinander vergleicht, dann sieht man einen kleinen Unterschied, aber der ist wirklich so minimal, dass es gar nicht so direkt auffällt. Also da finde ich auch, hätte man noch ein bisschen eine andere Farbgebung bei dem machen können. Ah, irgendwie habe ich mir Staub angefangen. Vielleicht muss ich gleich niesen. Wir haben hier den Rattle Hood. Den Rattle Hood, den haben wir schon auf der San Diego Comic-Con 2022 gesehen. Da hatte Mattel das Eternia Playset ausgestellt und ganz viele Snake mit drumherum gebastelt. Und dort gab es einen, der hatte fast exakt die Farbgebung von ihm, wenn nicht sogar wirklich ganz exakt die Farbgebung von dieser Figur. Ist eine nette Sache gewesen und tatsächlich habe ich da bei manchen Schlangenmenschen gedacht, oh, die wären cool. Aber
Ja, ein Schlangenmensch, der ihm relativ ähnlich sah. Da waren aber noch hier diese Schuppen noch ein bisschen anders bemalt. Den habe ich da irgendwie cooler gefunden. Aber den hier, der hatte mich irgendwie sofort getriggert. Vielleicht liegt es an diesem hellen Blau mit dem Lila zusammen. Ich finde, das funktioniert schon irgendwo erstaunlich gut dabei. Bisschen schade, der Schwanz hier hinten, der ist nicht bemalt worden. Und ich habe es schon mal bei Redlaw gesagt. Ich finde es schade, dass der so ausgehöhlt ist und eigentlich nicht wirklich am Boden aufliegt. Aber gut, das ist halt eine Sache, die haben wir schon bei Redlaw gehabt, aber dafür, dass wir hier eigentlich nur einen neuen Kopf auf diesem Redlaw-Körper haben, es funktioniert für mich erstaunlich gut. Diese Farbstreifen hier an den Armen und Beinen, das sieht auch irgendwie ganz cool aus. Also der ist wirklich so ein Liebling von mir geworden, muss ich tatsächlich sagen. So, dann kommen wir mal zu Snake Armor He-Man. Wie gesagt, kompletter Repaint und der hat halt hier eine Farbgebung bekommen. Ich kann es wirklich nicht beschwören, ob es mal irgendwo in der 2000X-Ära irgendein Artwork gab oder ein Figurendesign, wo diese Farbgebung als Repaint nochmal überlegt wurde oder ob das vielleicht ein Prototypen-Farbdesign damals war. Es kommt mir irgendwie entfernt bekannt vor, aber ich finde es nicht schön. Ich finde den leider wirklich absolut gar nicht schön. Ich meine, das ist natürlich eine Geschmacksfrage und hinten ist auch wieder nur alles einfarbig gemacht worden. Aber diese schwarzen Teile zusammen mit diesem Khaki-Grün und dann hier dieses neongrüne Wappen und auch hier ist ein bisschen neongrün. Ich weiß es nicht. Muss mal Nase putzen. Das ist, wenn man einen Take aufnimmt. Also, ich finde den echt nicht gut. Es ist also, der taugt mir leider überhaupt nicht und vielleicht gefällt euch die Farbkombo besser, aber ich sage gleich, was ich da besser gefunden hätte. Erst einmal noch schnell das Zubehör. He-Man hat seine Greifklaue, hatten wir schon, die Schlangenzange kann hier reingesteckt werden und die ist auch neongrün. Also das sieht schon sehr nach 2000X aus. Die haben da am Ende auch Neonfarben benutzt, aber ich finde es nicht gut. Er hat sein Zauberschwert wieder dabei. In der 2000X-Version. Also rein rassiger Repaint, der irgendwie nicht so ganz stimmig für mich ist. Wie gesagt, ich komme nochmal dazu. Wir haben drei Zubehörteile für unseren Rattle Hood. Wir haben einen lila Snakeman-Stab. Der sieht dem von Tang Lecher sehr ähnlich, aber tatsächlich ist er auch wieder in einer etwas anderen Farbtönung dabei. Man sieht den Unterschied, wenn man es direkt vergleicht, aber ganz ehrlich, wenn ich die beiden jetzt nebeneinander in eine Kiste werfe, ich glaube, ich wüsste nicht mehr genau, welcher jetzt nochmal zu dem gehörte. Also der hier ist ein bisschen bläulicher. Passt natürlich in die Hand. Und wir haben in der gleichen Farbgebung auch natürlich den verlängerten Hals von Redlaw, der hier drauf gemacht werden kann. Auch leider wieder nur einfarbig. Ich hätte es ja hier cool gefunden, wenn die Front und die Rückseite unterschiedliche Farben hätten. Und kann man hier drauf machen. Und wir haben zu guter Letzt auch noch den Wasserstrahl oder Giftstrahl vielmehr von Cobra Khan, der auch bei Camo Khan dabei war. Wir hatten ihn schon in Grün, in Blau, jetzt haben wir ihn in Pink. Ja, also Pink ist irgendwie ein bisschen eigenartig, aber ist ja auch eine Geschmacksfrage. Aber grundlegend, ich finde es schön, dass der dabei ist. Und ihr seht es hier, deutlicher Farbkontrast und leider der Kopf, man merkt, dass der nicht speziell für diesen Hals gemacht wurde. Der Übergang, der ist schon ein bisschen sehr großzügig, aber trotzdem gefällt es mir. Ja, und das war es an Zubehör auch schon. Ihr seht, wir haben aber noch zwei weitere Schlangenmenschen. Ui, so bleibt er wirklich stehen. Diese beiden hier haben absolut kein Zubehör bekommen, als ja, irgendwie gemeines Fußvolk. Und dafür, dass die extra noch Namen bekommen haben, finde ich das schon schade, dass sie nicht da mal ein Repaint von Cobra Khans Blaster reingepackt haben. Wir haben mittlerweile so viele Waffen, es hätte doch keinem wehgetan, wenn man bei dem Set jetzt hier noch was dazugepackt hätte. Was ich jetzt mir überlegt habe, ist von Wunda zum Beispiel den Blaster zu nehmen. Der ist braun. Ich finde, der passt gut zu ihm hier. War jetzt Naga oder Gorgon? Ach, egal. Nicht so wichtig. Für mich sind es ja sowieso irgendwo eher die Fußsoldaten. Also ich finde, dass der Blaster zu ihm gut passt. Bei ihm bin ich noch nicht ganz sicher. Ich wollte den silbernen Schlangenstab vom Snakeman Infiltrator benutzen, aber der hat irgendwie auch noch nicht so ganz gepasst. Also muss ich mir noch überlegen. Aber grundlegend würde ich tatsächlich hier empfehlen, irgendwelche anderen Waffen dazu zu packen.
Ich finde es aber schon etwas traurig für dieses Set, dass wirklich diese keine Waffen bekommen haben. Irgendein Blaster oder irgendein Schwert neu zu bemalen, das hätte da wirklich drin sein müssen. Also bitteschön. Die haben hier jeweils drei Zubehörteile und die haben null. Mir gefällt es nicht so auf die Weise. Ja, kommen wir aber nochmal zurück zu Snake Armor He-Man. Ich habe ja schon gesagt, Rattle Hood ist mein Favorit. Snake Armor He-Man ist für mich leider der totale Stinker hier dabei. Ihr seht es vielleicht anders, aber mir gefällt er nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum sie sich für diese Bemalung entschieden haben. Gerade der Snake Armor He-Man, der war eigentlich für mich persönlich ganz cool gemacht, aber hatte ein paar Farbdetails zu wenig. Wie gesagt, hier hinten war noch nie so richtig bemalt. Und auch hier sind so Elemente. Ich hätte ihn tatsächlich in diesem Set begrüßt, wenn sie ihn aufwendiger bemalt hätten. Den wir auf Einzelkarte bekommen haben, aber mit mehr Bemalung. Vielleicht hier noch das Schwert hier irgendwo mit einer Metallic-Legierung, dass es nicht nur so silbrig ist, sondern halt wirklich deutlich glänzt. Dann hätte ich den Snake Armor He-Man schon eher akzeptiert. Aber der hier ist der ist für mich so absolut sinnlos. Da muss wirklich der persönliche farbliche Geschmack getriggert werden, finde ich, damit der was bringt. Das ist total für die Tonne. Und das ist für mich dann wieder eine Sache beim Preis, wo ich sage, okay, die drei Snakemen, wenn ich die alle drei cool finde, die ja auch schon wirklich reines Recycling sind, für die zahle ich dann aber doch ein bisschen mehr. Und klar, die Figur ist dabei, aber die bringt mir halt nichts. Und deswegen, ich glaube, ich hätte, wenn ich schon nicht diese aufwendige Bemalung bei dieser Figur machen kann, hätte ich den komplett rausgelassen und hätte stattdessen den Serpent Claw Man-at-Arms in dieses Set hineingepackt. Oder noch einen vierten Schlangenmenschen, der noch andere Teile recycelt hätte. Denn wir haben ja mittlerweile so viele Schlangenmenschen-Teile gehabt. Auch schon ganz am Anfang sind einige Teile rausgekommen. Man hätte ja auch einen nehmen können, der zum Beispiel die Arme und den Kopf von King Hiss auf einem anderen Körper wieder recycelt. Zum Beispiel auf dem vom Tang Lesser oder sowas. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Und was ist denn hier los? Erst rotzen, dann husten. Ich verstehe halt nicht, dass man unbedingt den hier reingepackt hat. Braucht es wirklich bei so einem Set, das doch nur von Sammlern gekauft wird, nochmal einen He-Man, der nicht einmal irgendeinen Zweck erfüllt? Ich finde nicht. Stinker. Rattle Hood für mich absolut berechtigt, totales Highlight. Klar, er ist ein Repaint, aber ich finde, dabei hat Mattel sich eine sehr coole Idee überlegt, wie man aus bestehenden Teilen einen neuen Schlangenmenschen machen kann. Ich finde, der hier lohnt sich definitiv. Ja, und diese hier, oh, ihr seht es, der Schwanz, der drückt ein bisschen runter. Ja, und diese beiden hier, ich finde die schon irgendwo okay. Die sind aber für mich nicht so das Highlight, wo ich sage, oh ja, da haue ich das Geld jetzt raus. Wie gesagt, das ist Recycling, habe ich grundlegend nichts dagegen. Aber ja, zweimal denselben in verschiedenen Bemalungen. Man wird dieses Set ja auch nicht zum Army-Bilden extra kaufen, weil ansonsten hat man ja diesen sehr spezifischen Schlangenmenschen und den He-Man auch mehrmals. Schwierig. Obwohl es eigentlich schade ist, denn bei diesem ist mir was aufgefallen. Ich kann die Arme beziehungsweise die Hände und den Kopf tauschen. Und vom Masterverse gibt es ja den New Adventures Slush Head. Und dessen Farbgebung ist wirklich identisch mit den hellgrünen Teilen von diesem Schlangenmenschen hier. Und das heißt, ich könnte mir jetzt tatsächlich, damit ich nicht zweimal den gleichen habe, den hier so zurecht machen. Mit Slusher-Teilen. Das finde ich geil. Und irgendwie, ja, würde doch auch schon fast wieder dazu passen, oder? Das ist jetzt so meine persönliche Idee dabei, wodurch das für mich schon wieder ein bisschen cooler wird. Wollte ich nur mal nebenbei zeigen. Aber trotzdem, sie hätten bei diesen Schlangenmenschen schon mehr Teile mixen machen können. Sie hätten nicht zweimal denselben machen brauchen. Da hätte man Teile von Tang Lesser oder auch von Fangor oder irgendeinem anderen Schlangenmenschen von King Hiss auch noch unterbringen können und hätte durchaus noch ein bisschen mehr machen können. Und so kommt es mir ein bisschen vor, als wäre hier schon eine sehr günstige Schiene gefahren worden, um mit diesem Set möglichst Geld zu machen. Und ich war eher ein bisschen ernüchtert, aber dann diese Box hier, die ist einfach so verschärft geil. Also ohne Witz, ich finde, das Set wird durch die Box gemacht. Ich rede oft davon, bei den Amis ist Packaging everything, Verpackung ist alles. Bei Mattel, die können Verpackung gut machen. Und ja, klar, es ist ein bisschen Style over Substance, also der Style und das ist die Substanz.
Aber irgendwo so als Gesamtpaket mit diesem coolen Artwork bin ich dann mit dem Set doch insgesamt relativ zufrieden. Ich finde, man hätte definitiv deutlich mehr machen können und sollen, aber trotzdem, irgendwie haben sie mich dann doch gekriegt damit. Hauen wir den weg, der ist einfach frech. Und die drei, die sind solide, der ist cool, die sind okay. Man hätte einfach einen vierten Schlangenmenschen gebraucht, der richtig mega geil ist, und dann wäre das wirklich ein super geiles Vorpack gewesen. Ja, aber wie sieht es bei euch aus? Sagt ihr, ja, also doch irgendwie, mir gefällt es gut, vielleicht vom Inhalt her oder von der Verpackung her, dass ihr sagt, ja, ich hätte die Figur nicht gebraucht, aber so die Box, die ist mega geil. Oder ihr findet das alles irgendwie kacke? Teilt es gerne in den Kommentaren mit. Und Daumen oben dann nicht vergessen. Dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.